Die Buena Vista Dark feiert Kentucky. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Etwas Genuss. Es ist mal wieder Zeit für ein kleines Zigarren-Review und auch heute habe ich wieder eine Zigarre mitgebracht, die mich sehr neugierig gemacht hat, als ich sie gekauft habe, als ich sie, ich glaube es war eine Empfehlung bei Cigar World, gesehen habe. Es ist die Buena Vista Dark feiert Kentucky. Diese Zigarre hat eine Besonderheit. Der Tabak wird nicht nur gelagert und fermentiert, er wird auch geräuchert. Und wenn man an ihr riecht, dann riecht man das. Sie hat so einen starken, ich nenne es fast schon Scheunengeruch. Und sie riecht auf jeden Fall sehr kräftig und man riecht das Geräucherte. Es geht sogar so ein kleines bisschen in Richtung Scotch, würde ich sagen. Sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf diese Zigarre. Wir haben heute wieder einen wundervollen Tag. Falls meine Nachbarn Rasen mähen oder sonst lustige Dinge tun, entschuldigt es bitte. Ich sitze auf meiner Terrasse, genieße die Sonne und mit euch diese Zigarre. Ich habe sie nun seit mehreren Monaten in meinem Humidor und habe immer auf die passende Gelegenheit gewartet. Eigentlich habe ich nur darauf gewartet, dass Frühling ist, wenn wir ehrlich sind. Aber der ist jetzt da und dementsprechend möchte ich sie für euch verköstigen. Ich habe sie natürlich im Robusto-Format gekauft, so wie ich meine meisten Zigarren kaufe. Sie kostet 7,50 Euro das Stück in der Robusto-Größe und sieht wirklich sehr schön und ordentlich verarbeitet aus. Sie gibt ein ganz klein wenig nach, fühlt sich aber trotzdem sehr festgepackt an. Wenn wir vorne rein schauen, sehen wir, da ist auch einfach wirklich ordentlich Tabak drin. Man sieht so gut wie man sieht die Nähte, was halt an dem hellen Connecticut-Deckblatt liegt, aber ansonsten ist sie sehr sauber verarbeitet. Sie hat eine toll gearbeitete, toll schön rund ausgeformte Kappe. Das sieht nach einer relativ großen doppelten Kappe aus, wenn ich mich nicht irre. Es ist eine Zigarre, die mich halt einfach neugierig gemacht hat, dadurch, dass sie einen tollen, kräftigen Geruch hat. Und wenn ich so etwas rieche, ich erwarte, dass diese Zigarre kräftig ist. Da besteht kein direkter Zusammenhang. Es ist jetzt natürlich meine Erwartungshaltung, die da generiert wird. Ich bin extrem gespannt, wie sie performen wird. Aber bevor ich mich jetzt weiter um Kopf und Kragen rede, bei dieser toll und spannend duftenden Zigarre, würde ich sagen, der Guillotinschneider muss her. Ich werde diese Zigarre anschneiden. Angeschnitten habe ich sie. War ein ganz einfacher, sauberer Schnitt. Oh wow, die hat so gut wie keinen Zugwiderstand. Dieser rauchige Scheunengeschmack, der kommt auch im Kaltgeschmack gerade durch. Spannend, sehr, sehr spannend. Mein Jetflame-Feuerzeug von Germanus muss auf jeden Fall her. Ich werde diese Zigarre mal anzünden. Ja, ich habe mir endlich neues Feuerzeuggas bestellt, das waren nämlich alle. Und seitdem klappt es auch wieder mit dem Zigarre anzünden. Ich persönlich, also ich habe auch Unmengen von Zigarrenstreichhölzern, dadurch, dass man die ja oft dazu bekommt, wenn man Zigarren kauft. Jetzt fällt mir fast die Zigarre runter, Freunde. Es ist das, wenn man versucht zu reden und auf die Zigarre zu achten und irgendwie zu überlegen, was man sagen möchte. Egal, ich habe Unmengen von Zigarrenstreichhölzern, dadurch, dass man die ja oft dazu bekommt, wenn man Zigarren kauft. Die ich aber selten benutzen kann, dadurch, dass ich halt eigentlich nur draußen rauche im Moment und es da einfach dann doch ja der kleinste Windstoß reicht, um so ein Streichholz auszuzünden. Dafür sind die super, um einen Grill anzumachen. So, das sieht jetzt aber schon mal ganz gut aus. So, und dann würde ich sagen, nehmen wir mal den ersten Zug. Der Zug ist nicht ganz so offen wie befürchtet. Das kann ich direkt dazu sagen. Er ist aber sehr offen. Sie ist geschmacklich noch überraschend zurückhaltend. Die Rauchabgabe, man sieht es, die Rauchabgabe ist mega. Also auch hier am Zigarrenfuß und am Kopf, überall kommt der Rauch raus. Und wenn ich dran ziehe, die Rauchabgabe ist super. Also auf den ersten Eindruck macht die Konstruktion wirklich also überzeugt, kann man schon so sagen. Geschmacklich ist sie deutlich zurückhaltender, als ich gedacht hätte. Keine Süße, keine Creme, herbe Noten, eine Würze, doch eine leichte, bittere Note, die sich unter die Würze schiebt.
Ja, aber es ist halt dieser, ja, Scheunengeschmack. Also, ich habe es neulich schon mal bei einer Zigarre gesagt, wenn man irgendwie in einer Scheune war oder auf dem Heuboden oder so und dann dieser starke, krasse Heugeruch. Was jetzt nicht heißt, dass sie irgendwie nur strohig schmeckt oder nur heuch schmeckt, aber es ist so dieses Aroma, dieses getrocknete Gras. Das ist tatsächlich, das kommt hier gut durch. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde sagen, ich sehe mal zu, dass ich ja gut das erste Drittel von dem Baby hier geraucht kriege und dann hole ich euch dazu für einen ja etwas fundierteren ersten Eindruck. Ich bin jetzt eine gute Viertelstunde im Smoke, habe ungefähr ein Drittel weg, ein bisschen weniger. Ihr seht, wie wunderbar die Asche hält und man sieht ganz, ganz feine Schichten. Das ist wirklich richtig schön. Ich werde jetzt trotzdem einmal abaschen. Ganz solide abgefallen. Die ersten 1,5 cm hat sich wenig getan. Sie hatte einen sehr offenen Zug. Sie hatte halt, wie gesagt, geschmacklich, war sie sehr mild, sehr zurückhaltend. Aber dann, Freunde, ging es los wie ein Paukenschlag. Der Zug hat sich ein bisschen verfestigt, was ich sehr schön finde. Jetzt ist er sehr, sehr angenehm. Und geschmacklich, Würze, Schärfe und ein deutlicher Tabakgeschmack. Also, sie hat quasi einfach mal voll den Zeiger auf 11 gestellt, also, ne, hat halt quasi von einer Skala von 0 bis 10 hat sie auf 11 aufgedreht. Die Schärfe ist auf jeden Fall da. Es brennt auf den Lippen. Ich finde es aber sehr toll, sehr, sehr schön. Es ist für mich eine sehr ungewöhnliche Zigarre vom Geschmacksprofil her. Ihr wisst ja, ich liebe Maduros und ich liebe Maduro-Noten. Da ist das hier tatsächlich mal eine schöne Abwechslung. Aber also gerade performt sie richtig, richtig satt und gut. Die Rauchabgabe ist immer noch super. Ja, und also sie wirkt einfach 1A konstruiert. Aber für 7,50 € darf man auch schon eine 1A-Konstruktion erwarten. Ich bin gerade gespannt, sehr gespannt. Ich finde sie gerade sehr, sehr interessant. Wie gesagt, für mich eher ein bisschen ungewöhnlich, aber tatsächlich irgendwie cool. Ja, doch, ich kann auch. Sie sieht auch einfach wunderschön aus. Das muss man auch mal sagen. So ein gut verarbeitetes Connecticut-Deckblatt, das. Da machst du einfach nichts. Ich werde jetzt aber zusehen, dass ich ungefähr bis zur Banderole weiterrauche und hole euch dann nochmal dazu. Bisher ist sie schön. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Eine weitere Viertelstunde ist vergangen. Ich befinde mich kurz vor der Banderole. Ihr seht auch die Asche, die hält und hält und hält. Und ich müsste sie jetzt nicht abwaschen. Ich mache es aber einmal. Auch wieder als das ganze Stück abgefallen, nicht irgendwie zerbröselt. Sie ist super konstruiert. Wirklich Chapeau. Das ist ganz, ganz großes Kino. Geschmacklich die Schärfe, die Würze, das Heu, das Leder, das dominiert so krass. Gerade die Schärfe, meine Lippen, also man spürt es halt auf den Lippen, ich spüre es hinten im Rachen ein bisschen. Das ist aber noch eine angenehme Schärfe tatsächlich. Eine tolle Würze. Es ist für mich, wie gesagt, es sind eher ungewöhnliche Aromen. Deswegen tue ich mich vielleicht auch ein bisschen schwerer, damit die genauer einzugrenzen. Aber sie ist toll. Sie überzeugt mich gerade vollkommen. Das ist auch der Abbrand. Schnurgerade, wie mit dem Lineal gezogen. Der Zug weiterhin relativ offen, aber nicht komplett ohne Zugwiderstand. Ein bisschen was ist da. Was ich jetzt natürlich versuchen werde, ist die Banderole abzunehmen. Und ich sage es immer wieder gerne, wenn ich eines hasse, dann sind es Banderolen, die nicht gut abgehen. Und die hier scheint ein bisschen. Okay, das wird nicht so cool. Sie ist immerhin locker, das heißt, sie klebt nicht fest. Das Papier hat sich halt gespalten. Ich versuche sie jetzt mal vorsichtig abzuschieben. Das gefällt mir gerade nicht so gut. Okay, es löst sich Tabak. Warum? Warum, liebe Zigarrenindustrie? Warum tust du es mir immer wieder an? Ich möchte doch nur Banderolen, die einfach abgehen. Okay, das wird hier tatsächlich jetzt eine größere Operation. Also das nervt mich halt und das ist halt so ein unnötiger Frustmoment. Okay, ich habe sie abgekriegt. Sie hat beim Abschieben ein kleines bisschen die oberste Schicht vom Deckblatt abgenommen. Das ist okay. Mir wäre es natürlich lieber gewesen, ich hätte die Banderole einfach öffnen können. Innen drin sieht man auch, das kann ich euch jetzt schlecht zeigen, klebt ein kleines bisschen Tabak. Da ist ein bisschen das Pektin durchgekommen. Das kann immer mal passieren. Es nervt mich einfach ein bisschen, weil sie ansonsten bisher wirklich einen super Eindruck macht. Ich merke, es baut sich eine ganz, ganz leichte Nikotinstärke auf. Das ist aber noch wirklich im vertretbaren Rahmen. Hier fliegt übrigens gerade ein Kleinflugzeug über unsere Köpfe. Also entschuldigt bitte den Lärm. Ihr wisst, ich drehe draußen.
Ja, geschmacklich, wie gesagt, komplett das Gegenteil von dem, was ich sonst rauche, aber wirklich toll. Sollte sie nicht zu krass werden von der Stärke her zum Ende, kann ich mir wirklich vorstellen, dass ich davon noch mal ein paar in den Humidor hole, weil es wirklich zur Abwechslung eine schöne, spannende Zigarre ist. Aber jetzt werde ich erstmal das letzte Drittel noch rauchen, hole euch dann noch mal für die abschließenden Bemerkungen dazu und auch für das Fazit, wie ich die Buena Vista Dark Fired Kentucky in Robusto so finde. Ich habe jetzt ungefähr 45 Minuten an der Buena Vista Dark Fired Kentucky geraucht. Falls hier gleich Handwerkergeräusche zu hören sind, das sind wie gesagt meine Nachbarn, die da fleißig am Werkeln sind. Was ein bisschen schade ist, ist halt das, wo ich die Banderole abgenommen habe, dass sie sich da jetzt ein bisschen zerlegt. Ansonsten hat sich die Stärke ein bisschen weiter aufgebaut. Ich bin ja wirklich ein Leichtgewicht, was Nikotinverträglichkeit angeht. Und ich habe vor dieser Zigarre sehr gut und reichhaltig gefrühstückt. Da sind übrigens die erwähnten Werkzeuggeräusche. Ich würde aber sagen, dass alles in allem die Buena Vista Dark Fired Kentucky eine feine Zigarre ist. Es tut mir wirklich leid, ich kann das gerade nicht ändern oder abstellen. Scharf, würzig, toll performt, toll konstruiert. Wenn die Sache mit der Banderole nicht wäre, wäre ich noch ein bisschen glücklicher. Der Rauch ist jetzt ungefähr, ja, so gute 5 cm vorm Ende warm geworden, schon fast heiß. Das ist der Moment, wo ich sage, es genügt. Außerdem weiß ich jetzt auch, dass ich jetzt noch mit der Stärke, mit der Nikotinstärke gut klarkomme. Ich würde sagen, für 7,50 € die wird noch mal in meinen Humidor kommen. Ich habe noch eine zweite da. Einen guten Tipp, den ich von euch aus der Community erhalten habe, war, diese Zigarre separat zu lagern. Das heißt, ich hatte sie A in meinem kleinen Humidor, wo nicht so viele Zigarren drin sind, und ich habe sie da noch mal einen Ziploc-Beutel mit einem Boveda-Befeuchtungspack reingelegt. Also wirklich komplett verschlossen, komplett separat. Weil ansonsten durch diesen geräucherten Tabak, durch das starke Eigenaroma, beeinflusst sie einfach andere Zigarren. Das ist einfach so, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber es ist, wie gesagt, ganz einfach zu lösen mit einem Ziploc-Beutel und einem Boveda-Pack. Ist man da vollkommen gut aufgestellt. Ich bin ein bisschen begeistert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, sie wird nochmal in meinen Humidor kommen. Ich habe die Zigarre natürlich unten für euch verlinkt. Falls euch dieses Video gefallen hat, trotz aller Geräusche hier im Hintergrund, gerne einen Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein Abo da, da würde ich mich auch drüber freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die Buena Vista Dark Fired Kentucky schon mal geraucht habt. Was ich vielleicht auch mal rauchen soll, ich freue mich immer sehr über eure Empfehlungen. Schaut auf Facebook vorbei in unserer Facebook-Gruppe, das sind die Genussfreunde heißen wir. Das ist eine Gruppe, ja, die dazu dient, dass wir einfach ein bisschen mehr in den Austausch kommen als Community und wo auch wirklich viele von euch schon immer sehr tapfer posten, was sie gerade essen, rauchen, irgendwie einen schönen Whisky, Cognac, Rum. Da wird wirklich viel geteilt. Schaut vorbei, würde mich sehr freuen, da wieder ein paar neue Gesichter begrüßen zu dürfen. Schaut auf etwas Genuss vorbei, hört in dem Podcast, Instagram, schaut im Shop vorbei. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich werde jetzt noch einen Zug nehmen und würde sagen, ihr seht mich, nee, wir sehen uns im nächsten Video, garantiert mit etwas Genuss.